Ja, also Ergebnis, so wie es jetzt ist am Ende, täuscht vielleicht ein bisschen. Wir haben in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten gehabt, das Ding hier auch in unsere Richtung zu bringen. Haben wir leider verpasst und gehen dann mit einem 3-0 in der Halbzeit. Machen es in der zweiten Halbzeit deutlich besser, kriegen zu früh das 4-0, das hätte nicht sein dürfen, aber trotzdem haben wir gesagt, wir wollen aus der Halbzeit rauskommen, das Ding drehen. Hat nicht funktioniert, aber wir haben die zweite Halbzeit gewonnen und das muss uns Kraft geben, mit breiter Brust, dass wir dann mit breiter Brust wieder in die Rückrunde starten können und jetzt auch erholsam erstmal ein paar Weihnachtstage haben. Ja, grundsätzlich ist es immer schön, an alter Wirkungsstätte eben aufzulaufen, vor allem wenn man hier positiv auffällt, beziehungsweise auch gerne noch gesehen ist. Ich sehe die Leute immer noch ganz gerne. Ich wurde herzlich begrüßt hier. Dass mir dann noch das Tor gelungen ist, umso schöner. Ich sag, hier sind Menschen halt auch am Berg, die man dann auch irgendwie ins Herz schließt, wenn wir die Fußballzeit. Und habe mich sehr gefreut, hier wieder aufzulaufen und freue mich auch nächstes Mal. Ja, in der ersten Halbzeit haben uns vielleicht hier und da dann noch die Zweikämpfe gefehlt, die wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser geführt haben. Wir haben auch mehr zweite Bälle gewonnen. Das hat uns vielleicht in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen gefehlt, aber der Knackpunkt war einfach in der ersten Halbzeit, dass wir die Chancen, die wir haben, dann nicht eiskalt nutzen. Wir hätten durchaus mit 1-0 in Führung gehen können. Wir hatten die besseren Möglichkeiten zu Anfang. Ist uns nicht gelungen und jetzt heißt es Mund abwischen, Beine hochlegen, ausruhen, Körner sammeln und dann zur Rückrunde. Ja, gegen Fortuna wieder bei 100% sein.